wie es bei Ocarina of Time war. Denn bis zum Eis bin ich nie gekommen, damals. Oh, oh, ich bin ein kleiner Link, ich bin unbesiegbar. Versucht nicht, euch mit mir anzulegen, denn es wird mich zwingen. Cool. Kann ich in dem großen Wasser auch schwimmen? Ah, ich bin unbesiegbar. I am indestructible. Absolutely indestructible. Aua. Ich bin extrem stealthy. So. Ah, hier sind wir. Ich bin Maximilian, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du mir bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens zu trainieren? Ja, bitte. Verständlich, ich lehre dich nun die gefährliche Technik des Energiestrahls. Du musst weniger als ein Herz übrig haben. Schwinge dein Schwert mit letzter Kraft und es ist vollbracht. Hast du verstanden? Ja. Aha, dann gibt's kein Zurück mehr. Schwerttechniken, bla. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lass dich ausführen. Also Marionettentechnik, bla bla bla, Marionette Arsch. Cool. So, nun versuche es selbst. Besitze weniger als ein Herz und schwinge mit letzter Kraft dein Schwert. Cool. Sehr gut, ich bereiche dir die Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Energiestrahle, ja, ja. Mein Gott, mit weniger als ein Herzen, das ist halt Selbstmord. Ich werde diese Technik wahrscheinlich genau nie anwenden. So, ja gut, ne? Haben wir jetzt auch abgefrühstückt. Und jetzt könnten wir... könnten wir unsere Reise noch ein bisschen fortsetzen. Gehen wir erstmal nach oben. Da ist noch eine Schatztruhe. Ich will die Schatztruhe. Ah, diese blöden Viecher, ne? Ihr kriegt mich nicht! Großer Rubin erhalten. 200 Rubine. Was für ein Glückstag. So, hier war Ende. Da ist ein Wasserfall. Schwimm schneller, du Sau. Schwimm schneller. Warum hat er schon wieder eine Bombe? Da ist eine Falle. Da sind ganz viele Fallen. Wo meine Handschuhe? Krabbel, krabbel. Blauschleim. Blauer Schleim war in Wind Waker sehr gut. Hier, große grüne Ruine erhalten. 50 mysteriöse Muscheln erhalten. Für, Trank. Was könnte man einen coolen Trank erstellen? So, wo ist denn jetzt der Eingang zum tropfenden Kessel, Wasserfall hier? Mann! Kann ich eigentlich hier noch irgendwas finden? Außer dem, was ich bereits gefunden habe? Nö. Schade. Ja, wo ist denn, wo ist denn hier der Eingang? Ich werde dich erstmal töten. Au. Ich weiß nicht, was man gegen die Viecher machen soll. Na, Quatsch, natürlich weiß ich, was ich gegen die Viecher machen soll. Ein Sauvinato-Action machen. Oh, der war echt. Das war ja ein echter. So, da muss man ja irgendwie auf den Wasserfall drauf kommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier geht's auch nicht weiter. So lange tauchen kann er ja nicht. Tja, aber ich hatte doch irgendwo mal einen Wasserfall gesehen, also einen richtigen. Wo war der denn nochmal? Nicht so einen popligen kleinen wie da, sondern so einen
Mega-Wasserfall des Todes! Aber wo er war, weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen hier rein. Dich töten vielleicht. Dich töten. Und alle anderen auch töten. Nein. Sondern jetzt mal. Hier, da war ich schon. Da sind die beiden Scheißkrähen. Ja, greif mich doch an. Ist scheißegal. Da, Selia Wasserfall. Da wollte ich hin. Das ist nämlich das oben von dem unten, was wir eben gesehen haben. Da komme ich nicht drauf. Weil mir da eine Plattform fehlt. Herz erhalten, 4 Herzteile und noch ein Herz. Container. Und da ist irgendein Ding. Das ist mir dezent Angst machen. So, jetzt haben wir übrigens alle Eisen. Was für ein Quatsch. Nein, mir fehlt immer noch ein goldenes Fragment. Willst du mich verarschen? Stirb, 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 stirb. Mann. Jetzt fehlt mir ein goldenes Fragment, verdammt nochmal. Dann begebe ich mich einfach wieder auf Schatzsuche. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles. Außerdem... Ja, ist cool, wenn wir irgendwas Cooles finden würden. Deswegen begebe ich mich hier einfach mal ins Wasser und schwimme. Und schwimme. Und schwimme. Cool, großer roter Rubine. Kann bald keine Rubine mehr tragen. Weil ich zu viele Rubine in den Taschen habe. Noch eine Schatztruhe. Wetten? Großer Rubin? Ne, 100 mysteriöse Muscheln. Nett. Okay, viel mehr Rubine gehe ich. Warum sind Rubine auch immer so nutzlos? Da geht's nicht lang. Ich bin total fasziniert vom Schwimmen, ey. Krass. Das Schwimmen fasziniert mich. Da ging's noch nicht weiter. Moment, da ging es runter, ging es dann nicht zu einem anderen Dings? Ne, da ging es nur... Doch, hier ging es lang. Die Brücke ist komplettiert. Das heißt, da ist jetzt so kein Durchkommen mehr. Da, Moment. Trick 17. Tauchen geht auch nicht. Tauchen geht auch nicht. Unrealistisch, aber gut. Dann eben woanders. Wir haben ja genug Möglichkeiten, wo wir uns überall austoben können. So, jetzt können wir einfach von der Brücke fallen. Machte gar nichts, ja. Und hier drüben können wir jetzt sein. Was uns das gemacht hat, weiß ich jetzt in dem Fall aber auch nicht. Wir müssen schließlich immer noch das Fragment finden. Haben wir BBB-Bomben? Bomben, Bomben, Bomben. Bomberman! Bäm, bäm, bäm. Okay, das hat nichts gebracht. Sah aber so aus, als könnte da möglicherweise irgendwas sein. Da können wir nicht runterfallen, aber reinfallen. Und in die Höhle können wir rein. Höchstfall unterhalten, das wird wegbringen. Mit dem schnellsten Schwertschwinger im Wilden Westen zu tun, du hast keine Chance. Oh, eine Feenquelle. Das ist eine sinnlose Feenquelle, weil hier keine große Fee ist. Tja, was machen wir jetzt? Soll ich noch mal einen Blick in die komplette Lösung werfen? Hm? Sollte ich das machen? Hm? Ja, schon, oder? Schon. Ich würde sagen, schon. Alles andere wäre jetzt ziemlich sinnlos und substanzlos. Hm? Soll ich nochmal einen Blick einwerfen? Ja, sag doch. Schon, oder?
Mann, ich will in die komplette Lösung gucken. Aber vorher, ich gucke in die komplette Lösung und hole mir neue Figuren. Bis gleich. Oh, Figuren. So, da bin ich wieder und habe mir ein paar Figuren geangelt. Schauen wir sie uns mal an. Das finde ich kann mir bereits. Schlumm, Besitzer von Schlumms Schuhladen. Er kann im Schlaf Schuhe herstellen. Seine Schuhe sind von höchster Qualität. Auch Zelda trägt sie gerne. Den kennen wir schon. Die kennen wir auch schon. Die kennen wir schon. Eremit, der auf dem Gongoberg lebt. Besitzt viele Glücksfragmente. Ist stolz darauf, dass er einmal im Schwertkampfturnier gewonnen hat. Sehr schön für ihn. Sirup, Hexe, die im Tellurolia-Wald lebt, verkauft magisches Zubehör, sucht einen Schüler, den sie in der Kunst der Magie unterweisen kann. Tja. Falkmännisch, Erwachsene können sie nicht sehen, sie möchten Menschen Freude machen, sie stellen praktisch Werkzeuge her, die sie heimlich, still und leise in der Umgebung der Stadt ablegen. Bergmännisch. Die sieben Schüler von Melter sind aus dem Wald zum Gongelberg umgezogen. Das Eisenerz ist das Markenzeichen der echten Bergmännisch. Mönnisch Vati. Vati als Mönnisch, bevor er zum Hexenmeister wird. War schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Hofstaat. Treue, fleißige Diener des Königshauses von Hyrule. Die sind aufrichtig und freundlich, so wie die Mitglieder der Königsfamilie. Schulklasse, Schule für die kleinen Kinder von Hyrule. Link und Zelda waren auch hier. Die Lehrerinnen sind Zwillinge und heißen Edna und Edwina. Till mit Freunden kennen wir bereits. Kikerikik, fröhliche Stimme und ein süßer Kamm. Zurzeit das beliebteste Haustier in der Stadt Hyrule. Sie sind lieb, aber wenn man sie zu sehr ärgert. Die Küken lieben kleine Insekten. London-Farben, kleine Farm am Rande von Stadt Hyrule, Taler und Malern, Vater und Tochter bewirtschaften sie zusammen. Die Milch, die hübschen Malern in der Stadt verkauft, gilt als sehr lecker. Geistoper, Gasto. Man kann ihn treffen, indem man Fragmente vereint. Beim ersten Treffen ist er gerade von einem bösen Geist befallen. Wird er vom Geist befreit, passiert etwas Gutes. Also, Hilfe angesagt. Zu dem werden wir bestimmt auch noch kommen. Aigor-Statue treten im Dungeon der geheimen Welt von Tabanta auf, fangen an sich zu bewegen, wenn ein Pfeil ihr Auge trifft, man kann sie nur mit Pfeilen verwunden. Also ist Ausweichen auch eine Idee. Händler-Deko treten unter anderem in Höhlen auf, sie sind für gewöhnlich unter der Erde, sie spucken mit Nüssen nach allem, sind aber nett, wenn man mit ihnen redet. Spark, treten in Dungeons auf, können sich schnell an Wänden entlang bewegen, sie sind nur mit dem Bumerang zu besiegen. Schattengarde, treten unter anderem in der Welt von Tabant auf, sie tragen eine Rüstung, das Schild bietet Schutz und aus der Rolle lassen sie sich angreifen. Charizard, treten in Dungeons aus, verfolgen Link bei Sichtkontakt, bleiben stehen, wenn sie auf eine Wand stoßen, so kann man sie abschütteln. Terrorgrabscher, mein Lieblingsgegner. Treten in Dungeons auf. Wird man erwischt, landet man am Eingang. Nicht einkesseln lassen, wenn gleichzeitig andere Monster eingreifen. Rubinschleim. Treten unter anderem in Höhlen und Dungeons auf. Raubschleime mit einem Rubin werden auf dem Kopf. Furchterregende Monster, sie locken gierige Abenteuer an, um sie dann zu verspeisen. Brumse treten unter anderem in Minischwegen und in Dungeons auf. Es gibt rote und blaue Brumse. Die blauen sind stärker und lassen Gegenstände auf Link fallen. Spuren und Birne treten im Waldschrein auf. Pelzähnliche Monster, die Spuren im Dungeon verteilen. Ist ihr Hut rot, sind sie unbesiegbar. Mit dem magischen Krug kann man sie verwundbar machen. Octorok. Es gibt rote und blaue Octoroks. Ziemlich lästige Gesellen. Sie treten in allen Zelda-Spielen auf und spucken mit Steinen nach dir. Goldener Giftwurm, Märchengestalt, ihr Lebensraum ist unbekannt. Sie sollen stärker sein als gewöhnliche und Link sie direkt angreifen. Ja, kennen wir schon. Pekra und Pekra treten an verschiedenen Orten auf. Der schwarze Rabenvogel heißt Pekra. Wird man vom roten Rabenvogel Pekra attackiert, willigt man Rubine. Sandkiller kennen wir bereits. Und Glirok. Tritt in Flammenhöhlen auf, Drache, der im Gongoberg haust, versteckt sich in Lava und spuckt Flammen, die alles verbrennen. Oh ja. Yeah.
So, das war's.